Ja, sowohl für Hassia Dieburg als auch Mümling-Grumbach ist es ein ganz wichtiges Duell mit Blick auf die Tabellenkonstellation. Beide Mannschaften stecken mitten im Abstiegskampf. Dabei sieht es für die Hassia noch deutlich besser aus. Mit einem Sieg heute würde man bis auf zwei Zähler ranrücken an das rettende Ufer. Beiden Teams ist die große Nervosität anzumerken in der Anfangsphase. Es dauert eine gute Viertelstunde, ehe es erstmals gefährlich wird. Dann aber die erste Riesenchance für Dieburg. Arikan setzt den Ball neben dem Pfosten. Es ist der Auftakt zu einer besseren Phase und das liegt vor allem an den Gastgebern. Schöner Steckpass auf Julian Meyer, aber Matthias Zatokil ist zur Stelle. Wir machen einen kleinen Sprung in die 38. Minute. Von den Gästen ist offensiv noch gar nichts zu sehen. Dafür nun immer häufiger von Dieburg. Zatokil kann den nur nach vorne abwehren und Novak sagt Danke. Die verdiente Führung für die Hassia, das dürfte nach zuletzt drei Niederlagen in Folge ein echter Brustlöser sein. Und die Gastgeber haben jetzt Blut geleckt, keine zwei Minuten später Handspiel reklamiert und Schiedsrichter Simon Henninger zeigt auf den Punkt. Dadurch die große Chance für Tolunay Arikan im Duell mit Matthias Zatokil. 2-0 Dieburg, aber der Treffer zählt nicht. Einige Spieler sind zu früh in den Strafraum gestartet, deshalb das ganze Spiel von vorn. Und diesmal hält Zatokil. Aber der war auch nicht gut genug geschossen, ziemlich genau in die Mitte. So bleibt es nach einer turbulenten Schlussphase beim knappen 1-0 zur Pause. Für Mümling-Grumbach ist also noch alles drin. Aber auch nach dem Seitenwechsel bleibt es dabei. Chancen gibt es vor allem für Dieburg und es gibt schon wieder Strafstoß. Zatokil kommt gegen Arikan deutlich zu spät, sieht dafür auch noch die gelbe Karte. So heißt das Duell erneut. Tolunay Arikan gegen Zatokil. Hat der Stürmer diesmal die Nerven? Und wie er die hat. 2-0, ganz souverän. Und da löst sich jetzt auch bei Arikan einiges an Frust. Diesmal lässt er dem Keeper keine Chance. Mittlerweile sind 71 Minuten gespielt. Jetzt mal eine Standardsituation für die Gäste. Und plötzlich zappelt der Ball im Netz. Alle Augen gehen auf Simon Henninger, denn sein Assistent hatte die Fahne gehoben. Aber der Unparteiische gibt den Treffer trotzdem. Und das aus gutem Grund, denn es ist am Ende ein Eigentor von Da Silva. Und auf einmal ist hier wieder alles offen. Doch es dauert keine 60 Sekunden, bis Dieburg wieder antwortet und den alten Abstand wiederherstellt. Cedric Fuhlbrügge mit der perfekten Antwort auf den Anschlusstreffer. Technisch ist das ganz fein gemacht. Von da an war die Partie entschieden, aber Dieburg hatte noch Lust auf Offensivfußball. Schöner Seitenwechsel auf Gampe. 4-1, jetzt klappt aber auch alles. Tim Gampe mit einem sehenswerten Treffer per Direktabnahme. Zatokil ist da erneut völlig machtlos. Einen eher unschönen Schlusspunkt setzt Bastian Weiß in der Nachspielzeit mit diesem brutalen Einsteigen. Dafür sieht er rechts außen die gelb-rote Karte und wird damit im nächsten Spiel fehlen. Am Spielverlauf ändert das nichts mehr. Hassia Dieburg gewinnt mit 4:1 und landet damit einen echten Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Am Mikrofon Trainer Timo Rödler mit seinem Fazit zur Partie. Ja, die Mannschaftsleistung, das muss man sagen. Wir waren heute seit langer Zeit mal wieder eine richtige Einheit. Das hat man auf dem Platz gesehen. Man darf auch nicht vergessen, unsere ganzen Verletzten sind wieder zurückgekommen fast. Es sind nicht mehr ganz so viele. Also daher, wir konnten mal wieder eine bessere Mannschaft aufbieten seit Wochen. Oder die Mannschaft, so wie wir es uns auch ein bisschen vorstellen. Und dann die geschlossene Mannschaftsleistung, ne? Das muss man schon sagen. Für Mümling-Grumbach wird es jetzt ganz schwer, da unten rauszukommen. Auf der anderen Seite herrscht in Dieburg jetzt wieder neue Euphorie.